So, eigentlich wollten wir nur eine schöne kleine Tour fahren. Da waren wir gerade 15 Minuten unterwegs und dann hat irgendeiner ein bisschen in seinem Auto gepennt und ist uns schön hinten drauf gefahren. Uns ist nichts passiert. Moped ist natürlich klar, wenn hier einer mit dem Auto hinten aufs Moped fährt, mal gucken, wie es wird. Fahrt vorsichtig und kommt alle heil wieder nach Hause. Ja, hallo, herzlich willkommen. Wir sind hier im Unfallkompetenzzentrum der Unfalldirekthilfe in Erftstadt. Ich stehe mit dem Carsten. Wir haben einen nicht so schönen Grund, und zwar seht ihr hier, das ist ja meine KTM, die kennt ihr aus den anderen Videos schon. Und haben leider einen kleinen Unfall gehabt am Wochenende. Da ist uns einer hinten drauf gefahren, eine junge Dame. Gruß an dich, danke, dass du dich nochmal gemeldet hast, ob es uns gut geht. Ist natürlich blöd. Wir haben 4 Stunden auf Polizei und ADAC gewartet und jetzt sind wir heute hier zusammengekommen. Der Carsten ist Mitglied im FSP, Sachverständiger und spezialisiert auf Motorradunfälle. Wir haben hier eine Rahmenvermessung gemacht. Ja, vielleicht erzählst du mal ein bisschen was du gemacht hast und ich blende dann nachher die Bilder einfach dazu ein. Ja, wir haben erstmal hier das Motorrad vermessen, also einmal den Hauptrahmen. So, jetzt kommt hier das harte Werkzeug zum Einsatz. Ich guck mal gerade hier. Oh, das sieht aber gefährlich aus. Und da wird das Motorrad gleich eingespannt, oder was? Dann kannst du gucken, ob der... Der kommt am Schwingpunkt. Dann suchen wir uns oben den Punkt, wo wir den Messkörper noch machen. Dann wird der Hauptrahmen vermessen und dann nochmal der Heckrahmen aus Sicherheitsgründen. Schwinge, muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich definitiv nicht, dass die was hat. Okay. Weil das ist ja die gleiche Schwinge wie bei der Adventure R. Ja. Wenn du siehst, wie die mit den Dingern, ja, so mal du da ja auch durch diese Querverstrebung, diesen Aufbau, den die Schwinge hat, ist sie unheimlich steif. Ja. Also was so das Typische wäre jetzt so gegeben, vielleicht noch Rad vermessen, ob der eingekriegt hat. Auf jeden Fall neue Radlager, Schwingenlager, mal gucken. Ja gut, das können wir ja noch. Aber das sind dann so die Sachen, die dann so nachher interessant sind. We will see. Ja, klar. Muss das hier rein? Achso, vielleicht noch als Info, die ist tiefer gelegt, ne? Ich weiß nicht, ob das... Das ist ja nur Fahrwerksgeometrie. Okay. Die Geometrie am Rahmen ändert sich ja nicht. Ja, ich wollte es nur gesagt haben, nicht, dass da irgendwas... Ist ja alles mit Plastik voll, ne? Ist ja vielleicht noch gar nicht... Ah, das geht. Setz mal rein. Das ist der Vorteil von dem neuen Rahmen hier. Ne? Du brauchst nicht großartig zu zerlegen. Ah, okay, gut. Und das ist jetzt der Messpunkt, oder was? Wo das ja, nachher da dran. Ja, der ganze Messaufsatz drauf. Ah, okay. Das ist egal. Macht ihr einen Halbkreis, machst du von einem Anschlag zum anderen. So, dann berechnet der über Vektoren im freien Raum,
Pfeffer mal, was irgendwelche Abiturienten mal gelernt hat, den kompletten Vollkreis. Okay. Und daraus berechnet er dann halt die Geschichte, wie weit Lenkkopf, Steuerkopf verdreht ist, Armmaß oder B-Maß verzogen ist, beziehungsweise dann muss er hier noch Abstand schwingen und daraus errechnet er dann. So, und die Werte, die das Ding haben muss, die hast du quasi gespeichert? Die sind im Rechner hinterlegt. So, und wenn es dann Abweichungen dazu gibt, richtig. Dann... Wobei, da muss dann auch wieder aufpassen. Es gibt Hersteller, da musst du von vornherein schon vom Hersteller aus, beziehungsweise hat sich ergeben bei den Messungen, dass du da schon Korrekturwerte eingeben musst, weil die ab Werk schon außer der Toleranzen sind. Was sagt der Orangenhersteller hier? Ist das bei dem häufiger? Oder? Der Orangenhersteller geht. Also okay. Wo wir das ab Werk haben, ist Honda CB500, die alte, die echt? In Spanien gebaut wurde. Okay, ah, Montesa, ne? In dem Honda-Werk. Richtig, okay. Ja, die hat Schwierigkeiten, die außer. Und dann hast du natürlich das Problem bei älteren Fahrzeugen, die so einen klassischen Doppelschleifenrahmen haben. Das war ich ganz bekannt vorhin, 800 von Cover. Die haben bessere Wasserrohre genommen. Und wenn die Kisten dann eine gewisse Zeit gelaufen haben, durch den Zweizylinder, da arbeitet der Rahmen, wenn der 100.000 voll hat. Und da musst du dann halt auch Sachverständige, daher Sachverstand sagen, ja, das Ding hat 100.000 gelaufen, ist 15 Jahre alt. Hm. Ich habe da vorne ein V2 drin. Der rappelt sich ein zurecht. Der hat schon mal den Rahmen nicht mehr ganz so in der Toleranz. Also das sind dann so die Sachen, wo du dir auch echte Fallstricke stellen kannst. Na gut, ich hatte jetzt gedacht, dass es vielleicht auch irgendwelche Hersteller gibt, wo du, ich sag mal, die kommen ab Werk schon und das stimmt das nicht so Tesla-mäßig oder so. Das hattest du früher. Okay. Wo wirklich, ich sag mal so, bis so Mitte der 80er Jahre oder so, da hast du dann wirklich, da hat man bei einigen Herstellern gesagt, wo damals noch möglich war, Rahmen zu richten, jetzt hast du ja endlich mal einen geraden Rahmen. Okay. Ja, spannend. So, wir haben jetzt gerade noch mal ein bisschen über verschiedene Hersteller gesprochen. Du hast gesagt, es ist ja bei Motoren dann immer noch mal ein anderes Thema als bei Autos, weil das ja, sobald da irgendwie ein bisschen was krumm ist oder ein bisschen was nicht so hundertprozentig passt, dann fährt die ja nicht mehr geradeaus. Dann hast du eventuell Schwierigkeiten beim Kurvenfahren und so weiter und so fort. Und gerade bei, hatten wir gerade drüber gesprochen, bei Herstellern aus Amerika kann das halt, oder bei Fahrzeugen aus Amerika kann das halt häufiger sein, dass die nicht mehr so hundertprozentig original sind. Und dann ist es natürlich für euch auch eine größere Herausforderung, das richtig darzustellen oder auch richtig zu dokumentieren. Ne? Ja, ich hoffe, dass das bei der Österreicherin hier jetzt nicht so schlimm wird. Die ist ja auch noch nicht so alt und meines Wissens auch nicht umgebaut. Also bis auf die Tieferlegung, ne? Aber das wisst ihr ja. Das ist jetzt hier, das sind die beiden Messpunkte, die man da sieht. Ne? Das ist ja schon super spannend, echt. So, und da sind jetzt die Daten von dem Motorrad drin. Die und sind hinterlegt. Gucken wir uns das gleich an. Okay, da bin ich mal gespannt dann. Dann den Heckrahmen und die Schwinge auf Verdrehung. Und weil bei den heutigen Fahrzeugen ist das halt sehr schwierig zu sehen, ob ein Rahmen verzogen ist oder ob irgendwo was außer Toleranz ist. Und bei den Geschwindigkeiten und Größen der Motorräder ist das immer sehr fahrlässig, da heutzutage zu sagen, wir verzichten auf eine Rahmenvermessung. Finde ich persönlich auch gut. Also ich meine, wir haben hier ein Motorrad, was theoretisch 250 km/h fahren kann. Und die Apparatur, die zeigen wir jetzt gerade mal.
So, das ist ja schon ein ziemlicher Klotz, den du da mitgebracht hast. Und wie funktioniert das dann? Ist das irgendwie mit Laser oder was ist das für ein Gerät? Das ist die Schreibnerrahmenlehre, die funktioniert kamerabasierend. Du hast zwei, in dem Bügel hast du zwei Kameras drin und einen Zielkörper. Und dann durch den Anschlag von rechts nach links am Lenker wird der Halbkreis festgelegt. Mhm. Und daraus wird dann ein Vollkreis in beiden Ebenen vom Lenkkopf berechnet. Datensätze von den Motorrädern sind dann hinterlegt, entweder auf Scheibner eigener oder vom Hersteller. Im Programm wird dann halt berechnet, ist der Lenkkopf schief, ist das sogenannte A-Maß, also von hier bis hier verändert, ist das B-Maß, also wenn ich einen Frontalunfall habe, wird der Rahmen ja so gestreckt. Dann habe ich da eine Verschiebung und halt beim Heckrahmen, wie bei dir jetzt, diesem klassischen Hecktreffer, kann natürlich auch sein, wenn er, je nachdem wie der trifft, dass er den Heckrahmen entweder nach vorne oder wenn er so seitlich auftrifft auch, dass der Heckrahmen in sich verdreht. Ja, die Vermutung hatte ich ja. Ich habe, als das passiert ist, also uns ist nichts passiert, aber ich bin erstmal abgestiegen, habe geflucht, dass man das hier ausblenden müsste und bin erstmal 3 Meter weggegangen. Also wer die Geschichte kennt, ich habe die erst vor 3 Monaten gekauft und die war jetzt auch nicht gerade so billig und habe schon gedacht, okay, die ist jetzt komplett krumm. Aber wir haben festgestellt, sie ist gerade, die Saison ist gerettet. Genau, also sie ist nicht krumm und da freue ich mich persönlich sehr und jetzt müssen wir gucken, dass wir es relativ zeitnah rankriegen. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank an euch. Wenn irgendeiner mal ein Thema hat mit Unfallschäden oder einfach nur eine Begutachtung, wenn ihr denkt, da stimmt irgendwas nicht mit dem Moped, ich bilde die Adresse mal hier unten ein. Ansonsten gibt es noch den Link in der Beschreibung. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, nimm es mir nicht übel, wir sehen uns so bald nicht wieder. Ich hoffe auch. Super, bis zum nächsten Mal.